Das nächste Team behandelt das jüngste netzpolitische Thema, was es in die Presse, in die Mainstream-Presse geschafft hat. Das ist nämlich das Team PC-Wahl 11. Das sind Levi, Jaro, Charlotte, Anna, Bela und Daniel. Und der Mentor ist auch Daniel. Danke. Daniel, willst du noch mal was sagen? Es gab ja dieses Hashtag PC-Wahl, was das ist, worauf jetzt, was die Idee war? Oder nehmen wir da schon zu viel vorweg? Haben Sie ja wahrscheinlich in den Nachrichten mitbekommen, dass da in den letzten Wochen was passiert ist. Wir haben ja in ein paar Wochen so eine unwichtige Veranstaltung, wo wir Staatsoberhäupte wählen und Regierungen wählen. Und leider ist die Software, die dort im Einsatz ist, freundlich gesagt optimierbar. Immer noch. Und ja, hier haben sich ein paar junge Menschen zusammengetan und haben gesagt, wir bauen jetzt mal in einem Wochenende eine bessere Lösung. Und ich denke, das werden Sie jetzt vorstellen. Test, Test. Ja, wunderbar. Also erstmal hi, wir sind Team PC-Wahl und willkommen in der wunderbaren Welt von PC-Wahl 10. Das ist das aktuelle Softwareprogramm von Vote.IT, so heißt eine Firma, die Wahlprogramme für Länder zur Verfügung stellt, beziehungsweise diese verkauft. Und diese Programme werden genutzt, um Wahlen einfacher analysieren zu können, die Ergebnisse hochrechnen zu können und am Ende tatsächliche Ergebnisse auch wiedergeben zu können. Da gibt es nur ein Problem. Programme wie PC-Wahl und ja ähnliches sind, na sagen wir einfach, das ist nicht das Modernste. Und viel schlimmer als das, da könnte man noch drüber wegsehen, ist, dass eine Analyse des CCC gezeigt hat, dass extreme Sicherheitslücken in den Wahlprogrammen vorhanden sind. Mit extrem meinen wir, man könnte die Daten komplett manipulieren und im Prinzip dafür sorgen, dass erstmal Falschmeldungen rausgehen, dass zum Beispiel die AfD mit 40% gewonnen hätte oder ähnliches. Und wenn man das jetzt mal, das würde natürlich irgendwann auffallen, jedoch wäre natürlich erstmal die politische Reaktion groß, vielleicht würden Politiker zurücktreten oder ähnliches und das wird natürlich das ganze Wahlklima beeinflussen. Deshalb haben wir PC-Wahl 11 entwickelt, den Nachfolger von PC-Wahl. Genau, unser Motto dabei war, wie PC-Wahl 10, nur mit den Sicherheitslücken von 2017. Ja, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie man das Ganze verbessern kann. Zum Beispiel signiert unser Prototyp-Applikation, um Wahlen auszuwerten, die Wahlergebnisse mit kryptografischen Methoden. Das sorgt eben dafür, dass sie schwieriger manipulierbar sind. Außerdem haben wir uns eine Methode überlegt, womit hinterher die Integrität der Wahlergebnisse durch jeden nachvollziehbar sind, eben auch durch kryptografische Verfahren. Wir haben eben unser Projekt unter eine Open-Source-Lizenz gestellt, wodurch es eben überprüfbar ist durch unabhängige Experten, anders als eben PC-Wahl, wo die Macher eben ihren Quellcode nicht rausgeben wollten, weil sie meinten, dass das die Sicherheit beeinträchtigen würde. Außerdem haben wir uns noch ein paar andere Konzepte überlegt. Allerdings haben wir eben einfach nur einen simplen Prototyp gebaut, der nicht all diese Konzepte implementiert. Aber eben, wir haben viel geredet und viel gedacht. Okay, dann wollen wir euch jetzt mal ganz kurz vorstellen, wie das denn dann ungefähr aussehen sollte. Also wir haben jetzt hier in einem Browser eine Anwendung. Genau, dieses Formular, das ist bei demjenigen, dem Wahlkreisleiter, der hat das auf seinem Computer. Und der bekommt von den einzelnen Wahlbüros per Telefon die Daten übermittelt und der gibt dann eben die einzelnen Daten, die er bekommt, ein. Also welcher Kandidat hat wie viele Stimmen bekommen, welche Partei hat wie viele Stimmen bekommen. Und da machen wir jetzt einfach mal irgendwelche Werte rein, um euch zu zeigen, wie das geht. Und das ist, also das, genau. Und hier unten dieser ganz lange Text dient dazu, dass man weiß, dass das, was derjenige, also dass der, dass man hinterher weiß, dass es auch wirklich von einem dieser Wahlkreisleiter abgeschickt wurde und nicht irgendjemand sich dahingesetzt hat, ich denke mir jetzt mal was Schönes aus und schicke das dahin, sondern eben das ist diese Signierung, die wir meinen, wir alle Ergebnisse sind an sich einsehbar, aber wir haben eine Möglichkeit zu sehen, von wem diese Datei kommt und dass sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt, eben einen dieser Wahlkreisleiter. Genau, jetzt
haben wir hier noch ein zweites Formular, weil es gibt ja nicht nur einen Wahlkreisleiter, sondern insgesamt, glaube ich, 300. Wir machen es jetzt erstmal mit zwei, geht ein bisschen schneller. Und genau, und dann werden diese ganzen Daten eben auch an ein Backend gesendet, das die jetzt auswertet, und hinterher sollte eine schöne Grafik dabei rauskommen, nämlich genau diese hier. Da haben wir die einzelnen Kandidaten von mit Parteifarbe und können dann eben sehen, dass in dem Fall Angela Merkel gewonnen hätte. Ja, und unten haben wir nochmal eine Grafik für die Zweitstimmen, welche Partei wie viel bekommen hat oder halt. Also das ist, genau, das ist so eigentlich das, was unser Programm hauptsächlich macht. Da laufen im Hintergrund natürlich ein paar Prozesse ab, die dann, wo man dann eben diese ganzen Daten auswertet und dafür sorgt, dass es wirklich auch alles irgendwie sicher ist. Genau, also als Fazit kann man nur nochmal sagen, dass es halt jetzt keine fertige Software ist, sondern ein Prototyp, der aber eben genau den Fokus auf die schweren Fehler und auch Denkfehler bei PC-Wahl 10 waren. Wir haben halt den Fokus auf die Sicherheit und die Transparenz gelegt. Es soll halt sowohl sicher als auch transparent sein, und es ist auch wichtig zu wissen, wo denn dann der Fehler lag eigentlich. Und das ist eben auch durch diese Signatur auf jeden Fall gegeben. Und das ist der Link zum GitLab, wo man den Code einsehen kann und auch bearbeiten, wenn man da noch weiter dran arbeiten möchte. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tja. Danke, danke. Dankeschön. Okay, als das Hashtag aufkam die Woche, habe ich direkt gedacht, dazu wird es am Wochenende ein Projekt geben.